Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Let's Play. Und zwar werde ich GTA San Andreas Let's Playen. Ich starte mal ein neues Spiel. Ja, meine Version ist zum Teil ein bisschen buggy, das heißt, zum Teil fehlen die Geräusche. Zum Beispiel hier. Ja, wir spielen Karl. Er kommt gerade nach Hause. Hier ist er am Flughafen. Ja, die Mutter von Karl ist gestorben. Solche Sequenzen wie hier, die werde ich nicht überspringen. Einfach damit ihr sehen könnt, um was es geht. Die Polizei hält ihn auf. Zeig uns dein Ende. Halt, auf die Knie. Und jetzt auf den Bauch legen. Brav. Ich nehme das, Herr Mandes. Hey, das sind doch meine Scheine, Mann. Das ist Geld. Das ist Drogengeld. Mein Geld, Mann. Keine Sorge, ich fülle den Bericht später aus. Willkommen daheim, Karl. Froh, wieder hier zu sein. Du hast uns doch nicht vergessen, oder, Junge? Natürlich nicht. Hab ich mich schon gefragt, wo sie bleiben. Steig ein. Nicht so grob, Mann. Verdammt. Vorsicht mit dem Kopf. Oh, entschuldige. Verzieh dich, Latino-Bastard. Dämliche Mexikaner. Hey, hey, sorry. Hey, meine Tasche. Mein Koffer. Haben uns diese Drecksäcke doch einfach gefangen genommen. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Okay, ihr habt es gehört. Das ist das gehört zum Ballersgebiet. Und das ist eine andere Gang, die mit unserer Gang verfeindet ist. Wir sind in der Groove Street Gang. Die Groove Street ist auch unsere Heimat, also unsere Straße. Ja, die erste Mission ist, ich muss zu meinem Bruder kommen und so. Ja, ich werde aber, bevor ich zu meinem Bruder komme, noch etwas klitzekleines besorgen. Links unten seht ihr die Minimap. Und rechts oben seht ihr grün, wie viel Geld das wir haben. Im Moment $350. Rot die Lebensanzeige. Dann die ausgewählte Waffe. Im Moment die Faust, weil wir nichts anderes haben. Und natürlich die Zeit. So wie ich das sehe, ist die Zeit... Eine Minute in der Spielzeit ist eine Sekunde in der realen Zeit. Das bedeutet, nach 24 Minuten sollte ein Tag um sein. Okay. Das erste, was wir uns besorgen, ist das hier. Haha. Das macht doch Spaß. Eine Kettensäge.
Das ist cool, das. Okay, das ist eine der einzigen Waffen, bei der ich weiß, wo sie ist. Bei den anderen habe ich meist keine Ahnung, wo die versteckt sind. Okay, jetzt zu CJ, dem Bruder. Sehen hier auf der Minimap eingezeichnet. Das hier sind übrigens feindliche Clan-Mitglieder. Ich war's nicht. Jetzt habe ich auch noch eine Knarre. Aber jetzt 15 Schüsse. Ach, ich liebe dieses Spiel. Diese Stadt. Die Grafik. Ja, natürlich, sie ist nicht so gut wie die Grafiken von neueren GTA-Spielen und anderen neuen Spielen, aber ich finde sie schon ziemlich gut. At least it was before I fucked everything up. Okay, dann los zu uns. Das ist unser Haus. Und los geht's mit der ersten Mission, Big Smoke. Ah, endlich zu Hause. Das ist das ein Bild. Sieht aus, als hätte er Schwimmhäute. Ja, jetzt erinnert er sich wieder an das Haus, in dem er aufgewachsen ist, mit der Mutter, die ja kürzlich gestorben ist. Das Bild ist wahrscheinlich auch von der Mutter. Ach ja, die guten alten Erinnerungen. Und das hier ist Big Smoke. Ha. Hat er doch uns tatsächlich für einen Einbrecher gehalten? Und die Mutter wurde getötet. Oh mein Gott, ermordet. Ja. Und jetzt fahren wir zum Bruder. Der Bruder ist Sweet, soviel ich weiß. Ja, das Bild der Mutter. Coole Karre hat da. Big Smoke. Scheiß Autoradio. Autoradio ist bei mir auch ein bisschen buggy. Da kommt immer noch so komische Geräusche, darum habe ich es ausgemacht während dem Spielen. Ja, das sind die Kumpels und der Bruder, wie gesagt. Das ist der Bruder. Sie geht zu Caesar. All diese Leute werden wir später noch besser kennenlernen. Little Devil und Big Devil. Diese Namen, die sie vergeben, die sind cool. Okay. Erste Mission. Sollte direkt beginnen. Und das war's. Die haben gerade das Auto zerstört. Und zufälligerweise sind dort 4 Fahrräder.
Komm, steig auf. Und folgen. Wir haben jetzt eine Knarre schon. Gut, dass wir uns die geholt haben. Yeah. Okay, und das sind die Ballas. Wow. Haben wir ein kleines Problem weniger. Andererseits haben wir eins mehr. Jetzt werden wir nämlich von der Polizei gesucht. Ja, aber eigentlich wären die uns hinterhergefahren und hätten uns die ganze Zeit versucht abzuschießen. Aber durch das, dass ich die gekillt habe, fällt uns diese Mission ein bisschen leichter. Haha. Bleib dran. Okay, das ist Ryder. Hey. Ah. Im Moment kann ich die Dinge noch, die Dings noch nicht aufrufen. Die Skills. Aber es gibt ziemlich viele Skills für zum Beispiel Fett und wenn man Sport treibt, nimmt man ab. Wenn man klein treibt, nimmt man zu. Dann gibt es Muskeln, Ausdauer, Leben, alles das. Juhu! Wum. Haha. Hey, pass auf. Ja, mit Big Smoke, Sweet Rider. Hey, Sweet, warte. Ja, und im Verlauf des Spiels werden wir natürlich ziemlich bessere Skills bekommen. Dort seht ihr ein Graffito. Ja, ein Graffito, mehrere Graffiti. Wir müssen im Verlauf des Spiels 52 Graffiti von den feindlichen Gangs übersprayen, damit man unseres sieht. Hier haben wir schon die zweite Waffe. Ich hole die schnell. Und zwar, jetzt haben wir die Faust. Und jetzt haben wir den Schlagring. Beziehungsweise die Schlagringe. Er hat das mit beiden Händen. Den roten Kreis. Und die Schlagringe, die ersetzen die Faust also. Ja. I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. Okay, die sind wieder am diskutieren. Im Hintergrund fährt Ryder ein bisschen rum. So, das ist die zweite Mission. Wir müssen Haarschnitt und Kleider ändern, damit es passt. Und dadurch das Haus ist gehört noch CJ. Und wir können in der Garage Fahrzeug speichern. Und die werden automatisch auch hier geflickt. Die gelben Kegel vor einer Tür bedeuten, dass man eintreten kann. Ja, erste Mission. Soll ich das Fahrrad speichern? Nö, das speichert. So. Das ist House Johnsons. Hier oben haben wir noch was. Und zwar, das ich holen möchte, haben wir hier eine Kamera. Klick, klick. Klick, klick. Möchte ich saven. Das hier ist mein regulärer Spielstand. Ich habe schon angefangen zu spielen, aber noch nicht fertig.
Okay, hier Spielstand 8. Hätte ich mal für das Let's Play benötigen. Ja, speichern. Jetzt haben wir schon eine Kettensäge, ein Fotoapparat und die Schlagringe. Ja, als nächstes. Was ist das hier? Ah, das ist nur eine Erklärung. Okay, jetzt zu Ryders Haus. Auf der Karte seht ihr auch R für Ryder und das die Diskette für Speichersymbol. Ach Gott. Und hier erfahrt mir das auch, dass die anderen Typen die Graffitis von ihnen übermalen. Wir müssen dann dessen Graffiti wieder übermalen. Einsteigen. Was ich mich immer frage ist, weshalb müssen wir fahren? Und er lässt sich fahren, obwohl er sein... weil es ein Auto ist. Wie ihr hört, die Radiosender sind alles nur Scheiß. Hey, warum kann ich nicht erfahren? Okay, Radio aus. So, zum roten Kreis. Jetzt müssen wir uns einen besseren Haarschnitt zulegen. Und das ist etwas, ihr könnt, wenn ihr wollt, dass ich eine andere Frisur auswähle oder andere Kleider, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben und ich werde das auch berücksichtigen, weil ich werde immer aufnehmen und dann wieder in den Kommentar schauen, aufnehmen und nicht das ganze Spiel auf einmal aufnehmen. Es wäre auch ziemlich viel. Ja, was haben wir da? Caesar Tour im Moment. Das mit Schnurrbart. Er nimmt den Apparat und hat einen Schnurrbart. Nee, nehmen wir nicht, oder? Afro. Kostet ein bisschen viel. Nee, sieht scheiße aus. Oh, 500 können wir uns nicht leisten. Das könnten wir uns... nicht schlecht, aber was haben wir schon noch? Teuer, Wiese und Bart. Wie sieht das aus? Ja, ich glaube, das nehmen wir. Das kostet nur 80. Jetzt sehen wir aus wie der Friseur. Das wäre es dann gewesen. Jo, ich bin männlich. Ich habe einen Bart. Was meinst du, du Kiffer? Du siehst zum Kotzen aus? Was? Hey, willst du mich beleidigen, Ryder? Und so dünn sind wir auch nicht. Auch noch. Okay. Okay, jetzt können wir uns die Statistiken ansehen. Hier. Respekt, Kondition, Muskelinfekt.